Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu This is the Police. So, ich bin hier immer noch am Überlegen. Und ich glaube, ich habe jetzt so langsam eine Idee. Es kann ja nicht mehr viel sein. Ich denke, es war jetzt vielleicht doch das zuerst. Das. 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 Und das. Jawohl! Der Verdächtige ist Raphael Campos, Nachtwächter des Museums, der sich dachte, er könnte mit dem neuen Gemälde über das alles reden, etwas Geld für den Ruhestand verdienen. Über das alle reden, etwas Geld für den Ruhestand verdienen. Jawohl! Sauber. So. Erstmal braucht Sens Hilfe. Am Sicherheitsmaßnahmen haben wir uns entschlossen, alle Angestellten auf der Ranch auszutauschen. Wir haben soeben 8 neue Zimmermädchen aus einer Nachbarschaft eingestellt, aber der Bus, der sie herbringen sollte, wurde von ein paar Wagerschlägern aufgehalten. Lass uns ihnen zeigen, dass man sich nicht so einfach an unseren Mädchen vergreift. Nehmen wir mal die beiden. So, Lagerhaus. Diebstahl. Genau, er wurde ein Lagerfall alarmiert. Hier könnte er das gestohlene Gemälde aufbewahren. Da brauchen wir zwei. Ohne den leitenden Detective besteht eine geringe Chance auf Erfolg. Sind Sie sicher, dass Sie die Beamten alleine... Achso, nein. Oh. Diebstahl. Ach, die Wohnung. Okay. Das Hockey-Team, das Mr. Sand besitzt, bereitet sich auf ein wichtiges Spiel vor. Währenddessen ist die Eislauf-Arena geschlossen, aber der Leiter des Stadions hat gerade davon berichtet, dass ein paar Leute in seltsamer Kleidung in die Arena einbrechen und auf die Tribüne klettern. Okay, dann nehmen wir sie. So, Fahrerflucht. Ich möchte da jetzt nochmal gucken eben. Es kann einfach nicht angehen. So, pass auf. Ich gehe jetzt nochmal alles durch. Wir haben da definitiv die Typen mit dem Auto. Und das Auto kommt, da war auch was mit der Kurve. Das war klar. So, die sind, haben ihm begegnet und sind, haben ihn dann totgefahren. So würde ich das jetzt sehen. Aber es passt nicht zusammen, trotz alledem. Es steht hier nicht, dass das irgendwie zusammenpasst. Ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Macht mich ehrlich gerade ein bisschen wahnsinnig. Vielleicht sollte ich das jetzt nochmal alles mit dem roten Auto durchgehen. Da wäre ja dann, dass die Typen da einsteigen. Dann würde das Auto da um die Kurve gerast kommen, auf den Parkplatz, auf den Typen zu. Und dann hätten wir das Blut. Das war's! Oh mein Gott, das war kein schwarzes Auto! Oh jetzt, boah, und ich habe mich die ganze Zeit auf das dunkle Auto aufgeschaut. William Holden besucht auf die Bars der Gegend, mehrfach wegen Alkohol am Steuer verhaftet worden. Schön, dass wir das jetzt auch geklärt haben. So. Sie ist nicht da. Scheiße. Okay. 412A. Angriff. Eine sehr aufgeregte Frau rief soeben an. Mein Gott, diese Miststück wird mein Baby umbringen. Schicken Sie bitte jeden, den Sie haben, sofort. Dann brach der Anruf plötzlich ab. Ich glaube zwar nicht, dass da jetzt viel Blei rumkommt, aber naja. Ermittlungen sind alle geschlossen worden. Super, ey. Mein Gott, da freut man sich doch.
So. Müsste ich die ja noch ein bisschen da haben. Und dann die noch aufmachen. Die Katze einer älteren Frau ist mit dem Hund des Nachbarn aneinander geraten. Der Hund floh nach Hause, als 4 weitere Katzen als Verstärkung aus dem Haus kamen. Boah. Die holen sich auch Unterstützung. Das kann ich mir schon vorstellen. Versuchter Mord, laufendes Verbrechen. Eine Frau hat im Vorbeifahren auf der Brücke gesehen, wie 2 Schläger einen dünnen Mann an den Beinen hochhoben und über die Kante baumeln ließen. Der Mann versuchte sich zu wehren und schrie. Sehr schön. Kann man machen, für tot erklären. Tag 20, 3. August, Samstag. Bau der neuen Schule erneut verschoben. Freiburg zeigt Ausstellung von Kindermalereien und neues Staatsgesetz erlaubt Kriminellen leichtes Geldwaschen. Schön. Heute sind ein paar Verwandte zu Besuch gekommen. Sie sind aus dem Ausland und wir haben uns tatsächlich noch nie gesehen. Kann ich einen Tag frei haben? Nein. Nicht wegen sowas, ey. Da kann ich jetzt noch nichts machen. Ne. Okay, so. Tag beginnen. Oh. Boyd. Is everything okay, Jack? I'm not calling in the middle of a job. No. You're okay. Did you find her? Yes, I found her. Nothing shocking, don't worry. She's living with an insurance agent in the suburbs. He's 31 years old, recently divorced. He has a funny car, you know, like in that movie where that... Did you talk to her? Yeah, we talked. More like I talked and she basically cried. God, she hasn't cried so much since high school. You know, she was dating this boy from a restaurant and... Oh, what was his name? And so, then Laura, she'll be back? Of course she'll be back. She just needs time. Time? You mean once she gets tired of screwing the insurance agent? Jack, you're talking about my daughter. Yeah, I know. I just want her to come back as soon as possible. Don't worry, I'm with you. We just need a little patience. I know it's asking a lot, Jack, but you really just gotta be patient. Wait for my call. All right. Again, I'll wait for the call. Yes, understood. I know the situation is asking a lot from you too, Mrs. Markham. Thank you. And please, call me anytime. Jack? Yeah? You okay for money? Excuse me? Well, you know, where the papers were talking about your resignation, they said you and Laura were a little tight, and I thought maybe you'd... Good God. Jack? Jack? Da ist doch jemand bei ihr im Zimmer, oder sieht das nur so aus? Er hat einfach aufgelegt, geil. Aber er sieht sie, seine Schwiegermutter? Ist auch komisch, ne? Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir 2 Angestellten, die die Beschwerde gegen Sie angestoßen haben, für offizielle Befragung und vorladen. Datum der Befragung 5. August. Toll. Ihr Spitze behauptet, dass es diese Angestellten seien. Oh! Bandal und Pongdana. Ah. Pongdana und Vandal. Pongdana. Und Vandal, ne?
Erregung öffentlichen Ärgernisses. Eine junge Mutter hat berichtet, dass ein alter Mann in Lumpen den Spielplatz betreten, den Hügel erklommen und dann zu schreien begonnen habe. Das Universum besteht aus Leiden. Ich werde euch alle töten. Der erzürnte Mutter rief zurück, verschwinden Sie, sie ängstlichen die Kinder. Pongdana und morgen um 10 Uhr. Das hilft mir nicht! Nein! Das hilft mir nicht! Pass auf, kann man den irgendwie... Schweigen, ihr Angestellten überzeugen, nicht gegen sie auszusagen. Na gut. Dann haben wir wenigstens das geklärt. So. Diebstahl. Was ist denn da? Was kann ich denn? Ach so. So, das kann ich alles machen, genau. Bombendrohung. Gerade kam ein anonymer Typ herein. Ein paar Schläger basteln im Keller eines verlassenen Gebäudes mit Plastiksprengstoff herum und verteilen ihn zusammen mit Spielzeug an Kinder. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich jetzt einmal zu dem Detektiv-Fall jemanden geschickt habe und einmal zu dem anderen, um das schon mal abzudecken. Den Lagerraum, glaube ich, und die Bar. Vizedirektor Mark Reeby, Praktikantendetektivs. Jack, wir haben gerade eine frische Ladung junge Detektivs reinbekommen, die für ihre Ausbildung in verschiedenen Polizeistellen im Land bereit sind. Da sie ein paar helle Köpfe dabei, die besten des Jahrgangs, und ich will die nicht zu einem selbstzufriedenen Mistkerl schicken, die ihre Talente verschwenden wird. Lass sie eine Woche bei dir arbeiten, okay? Ich wette, du kannst ihre Hilfe gebrauchen. Okay, schick sie zu mir, ich kann ihre Hilfe gebrauchen. Nein, ich will nicht auf jeden Haufen dummer Halbstarker aufpassen müssen. Doch, machen wir. So. Diebstahl. Ja, Fahrerflucht, der Täter wurde gefasst. Super. Und Fall geschlossen. Alle Verdächtigen konnten verhaftet werden. Super. Und der Diebstahl? Täter gefasst. Ja, sehr schön. Schön. Schön, schön, schön. Das haben wir auch erledigt. Morgen 10 Uhr darf ich nicht irgendwo jemanden hinschicken. So, Detectives. Und da auch Detectives. Schicken wir da auch. Arbeiten die da auch dran? Ne? So, dann haben wir hier Zerstörung von Eigentum und Diebstahl. Wieder mal. Was könnte denn das Zerstörung von Eigentum? Ach ja, das war das mit dem Motorrad. Und da können wir erstmal noch warten, ob da noch ein bisschen was kommt, ne? Wir brauchen Verstärkung. Die schicke ich auch. Jetzt habe ich 12.000 fürs Schweigen gezahlt. Toll. Ah. Fällt mir eigentlich gar nicht. 412A in progress.
Angriff. Zwei Laster sind auf einer Landstraße nahe des Waldes miteinander zusammengestoßen und die Polizei wurde von einem Motorradfahrer, der an den Unfall vorbeikam, gerufen. Er sagte, dass einer der Laster umgekippt sei und Feuer gefangen habe, aber dass Fahrer den Flammen entkommen sei. Er hätte einen Ast vom Straßenrand aufgehoben, in Flammen gesetzt und bedrohe damit nun den anderen Fahrer, der sich in seinen Laster eingeschlossen hat. Bescheuert. Was? Manchmal sind da so Sachen, wo ich mir denke, so... Never, sowas gibt's doch nicht wirklich. Und dann sind da wieder so Sachen, wo ich mir denke, ja, auf jeden Fall. Nein! Ich hätte das SWAT hinschicken sollen. Nein! Tsubaki, Kochi und Asano sind tot. Und Percy hat überlebt, ohne Scheiß. Yankee ist auch tot und Smith. Alle meine Guten und vor allem meine Asiaten sind tot. Und Percy überlebt? Der mir dazu geschustert wurde? Das glaube ich ja wohl nicht. Warte mal. Nee. Morgen um 10 Uhr, das ist das nicht gewesen. Das glaube ich ja wohl nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Ich muss 5 neue Leute besetzen und ich brauche 3 Asiaten. Die Beamten Mafia. Verkaufen lassen. Scheiße! Helene Bowling. Das sind Detectives. Scheiße. Kann ich jetzt doch nicht schicken. Da glaube ich ja wohl nicht. Der Fahrer schwenkt einen brennenden Ast wie eine Fackel und schlägt auf die Windschutzscheibe ein, um an den anderen Fahrer heranzukommen. Der Angreifer mit einem Schlagstock zum Duell herausfordert, versucht den Angreifer zu Boden zu bringen, den Ast mit einem Feuerlöscher löschen. Ja. Die Frau eines jungen Bankers, der uns vor kurzem bei einem wichtigen Deal geholfen hat, hat soeben mit Tränen aufgelöst angerufen und gesagt, dass ein paar Schläger ihren Mann in der Garage in die Ecke getrieben haben. Sie sagt, dass sie ihn gefesselt haben und drohen ihn anzuzünden. Zweifellos Vargas, Leute. Ja, da haben wir doch Percy hier. Guck mal. Feuern ist nicht drin, aber wenn er stirbt, ich fasse das nicht, dass der das überlebt hat als Einziger. Als Pfandleier. Ich wollte gerade Pferdeheiler lesen. Auch gerade ein bisschen durcheinander. Das nervt mich gerade total, dass 4 meiner besten Leute umgebracht wurden. Ah, bewaffneter Raub. Ein bewaffneter Mann ist in das Geschäft eines Pfandleihers gestürmt und hat verlangt, alles Geld und alle Wertgegenstände in eine Tasche zu packen. Ja, diesmal nehme ich das SWAT. Morgen um 10 Uhr darf ich nicht zu einem Auftrag gehen, ey. Von der Mafia verkaufen lassen. Die sind hier alle tot, glaube ich nicht. 5 Leute sind sogar gestorben. Oh Gott. Kriegt Kotzen bei. Da brauche ich 2. Oh, muss Tag beenden. Oh, das glaube ich nicht, ey. Müssen etwas für diesen toten Angestellten erledigen. Ja, ich erkläre sie für tot alle. Aber das bin ich denen schuldig. Gott. Tag 21 für August Sonntag. Für
den Neubau des Stadions zugesicherte Gelder verschwunden. Obdachloser gewinnt Lotterie mit 23 Millionen Dollar. Drohende Epidemie, die neue Grippe. Oh mein Gott. Erinnert mich gerade ein bisschen an Corona. Pardy und Hunter sind nicht wieder zur Arbeit gekommen. Gerüchte nach sind sie nach Tibet aufgebrochen. Okay. Ich bin zu müde, ich kann kaum noch geradeaus gehen. Kann ich nach Hause gehen? Ja, komm. Die sind nach Tibet aufgebrochen? Was ist los? Müsste ja jetzt drin sein, dass ich neue Leute einstellen kann, oder nicht? Der Geschäftsmann trifft morgen ein. Wir hoffen, dass alle bereit sind. Ja, ich brauche Asiaten. Ich weiß es. SWAT-Verbesserung ist da. Gehaltserhöhung. Freie Stelle. So, ich brauche Asiaten. Pavolena. Ist das eine... Ist das hier eine Dingens? Ja. Ich stell die mal für Schicht B ein. Und einen Detective kann ich einstellen. Toll. Sam Kudo. Das ist definitiv für B. Raub. In einem der Lagerhäuser am Hafen ist ein Alarm ausgelöst worden. Der zuständige Wächter reagiert nicht, aber der Besitzer sagt, das wäre nicht ungewöhnlich. Offensichtlich ist der Wächter ein alter Mann, der oft trinkt und in dem Lagerhaus auch übernachtet. Der Raum, in dem der Alarm ausgelöst wurde, dient zur Lagerung gefrorenen Fisches. Na komm, schicken wir den dahin. Ich kann das verkraften, wenn da jetzt irgendwas passiert. Ja. Keine neuen Leute. Dann, ja. So, halt mal gucken, ne? Ein paar von Vargas Männern haben mit Flammenwerfern einen Stadtpark, der nach Sand benannt wurde, niedergebrannt. Das ist eindeutig ein Fall für die Polizei. Nein, die Notruffalle, nicht hingehen. Der Alarm wurde von einem Vogelschwarm ausgelöst. Der Wächter war betrunken und in Gesellschaft von Prostituierten. Ui. Vergewaltigung. Ein älterer Mann hat auf einem nächtlichen Spaziergang mit seinem Hund gesehen, wie ein Mann und eine Frau eine dunkle Gasse betraten. Anschließend hörte er die Frau rufen, Hilfe, er will mich vergewaltigen. Ja. Ich schätze das jetzt nur als Scherz ab. Also jetzt nicht, dass sie ihn jetzt... Ich glaube, das war nur so ein Scherz. Also kann sein. Also so, das, so kleine Spielchen, ne? Man verstehe. Autodiebstahl. Eine ältere Frau, die für die Nacht die Rollläden heruntergelassen hat, bemerkte, wie auf der anderen Straßenseite zwei Teenager das Fenster eines Autos einstiegen und dann einstiegen. Oh. Und wen haben wir da? Raub. Eine unbekannte Person oder Personen sind in der Nacht durch ein Fenster in eine Apotheke eingebrochen und haben einige teure Medikamente gestohlen. Das Geld in der Kasse wurde nicht angerührt. Oh, ich habe keine Leute da. Dann muss ich jetzt ein paar Ermittlungen mal abschließen hier. Dann tun wir mal die Details klären hier. So, wir haben hier Diebstahl.
Um 1 Uhr bin ich zum Mittagessen gegangen und ein paar Minuten später ging das Licht aus. Ich habe die Tür hinter mir geschlossen. Ich erinnere mich, dass ich gegen den Putzwagen des Hausmeisters gestoßen bin, der im Flur abgestellt war. Ich verdächtige den Studenten Aaron Jones. Ich habe oft gesehen, wie er auf dem Weg zum Krankenhaus verwirrt wirkte, mit roten und unsteten Augen und seinen großen Rucksack hinter sich herzerrte. Ich bin aber nie auf den Gedanken gekommen, dass er high sein könnte. Als die Lichter ausgingen, war ich auf dem Klo. Alles, was ich gesehen habe, ist das, was man auch eben auf der Toilette sieht. Und der Hausmeister kann mit seinem Putzwagen in die Toilette. Ich habe gehört, wie er einen Mülleimer geleert hat. Dann ging das Licht wieder an und ich bin zum Büro des Chefsarztes gegangen, um eine Unterschrift abzuholen. Aber er war nicht da. Ich habe Schlüssel zur Apotheke. Ich wische da den Boden, wie überall sonst auch, aber ich kann nicht an die Elektrik ran. Nur meinen Vorgesetzten habe ich dafür die Schlüssel. Und da ist noch was anderes Ungeklärtes. Was ist mit meinen Mülltüten passiert? Jetzt, jemand hat sie aus meinem Wagen genommen und ich kann sie nirgends finden. Das letzte Bild vor dem Abbruch der Aufnahme zeigt den Hausmeister, wie er den Gang herunterkommt. Sein Wagen steht neben der Tür zur Apotheke des Krankenhauses. Zeitstempel 13:03. Oh mein Gott, ey. Was denn da los, ey? Mein Gott. Was könnten wir da... Könnte das hier machen. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das machen sollte. Pass auf, wir haben ja hier die Frau, ne? So, dann könnten wir. Warte mal. Ich versuch's mal hiermit. Dann versuche ich es mal hiermit. Weil ich nämlich glaube, dass das nämlich der Arzt ist. Ich habe hier jetzt aber kein Foto von dem Schlüssel. Wer das vielleicht aufgeschlossen hat oder so. Okay, vielleicht da noch nicht irgendwie alles fertig oder so. Machen wir mal alle Plätze lösen. Er kann das mit denen hier zusammen machen. Detectives. Da lösen wir auch mal alle. Dann nehmen wir mal die beiden hin. Ja gut, dann muss ich jetzt ihn hier reinwählen. Und dann muss ich erstmal gucken, weil ich glaube, ich habe da noch nicht alles zusammen mit dem Aufschluss. Das wäre noch so. Vergewaltigung Ghetto. Ein verwundeter Mann liegt bewusstlos neben einer Frau in einem zerrissenen Kleid. Die Frau steht unter Schock und verbirgt etwas hinter ihrem Rücken. Eine Waffe auf die Frau richten und ihr befehlen, die Hände hochzuheben. Beruhigen wir uns erstmal und trinken um die Ecke einen Kaffee. Nein, keine Sorge, Sie kommen, bekommen keinen Ärger. Wir haben einen Zeugen. Keine Sorge, Sie bekommen keinen Ärger. Wir haben einen Zeugen. Sie hat sich verteidigt. Dann sollte sie ja auch keinen Ärger bekommen, wenn das Notwehr war und sie sich nur verteidigt hat, nicht wahr? Ah, die Stadtverwaltung sitzt mir schon wieder im Nacken. Heute wird in Freiburg ein Konzert des Popsängers Gennaro Crespo stattfinden. Wir haben den Organisatoren des Konzerts versprochen, bei der Sicherheit auszuhelfen. Bitte schicken Sie Ihre besten Leute. Ich kann niemanden hinschicken, weil keiner, ne?
Die Ermittlung hat auf jeden Fall begonnen. Upsala, jetzt einmal hier. So. Ein Verlobungsfeier ist zu einer Bombenkrise geworden, nachdem unsere Gäste eine leistungsstarke Bombe direkt unter der Gästetafel gefunden haben. Unsere Experten haben sie bereits entschärft, aber es wäre schön, wenn die Polizei unsere verängstigten Gäste beruhigen und bestätigen könnte, dass die Situation unter Kontrolle ist. Ja, kann er. Angriff. Zwei Frauen und ein Mann wurden dabei beobachtet, wie sie ein afroamerikanisches Pärchen angriffen und ausgerechnet mit Stiefeln auf sie einschlugen. Ein örtlicher Ladenbesitzer warnte sie, dass er die Polizei rufen würde, worauf der Mann weglief, die Frauen aber den seltsamen Angriff fortsetzten. Schick sie mal alle hin. Täter gefasst, Beamten unversehrt, Zivilisten. Auch sehr schön. Was habe ich denn da jetzt? Ich habe Zerstörung vom Eigentum, das ist das mit dem Motorradfahrer. Ich habe Diebstahl und ich habe Raub. Was ist denn das mit dem Raub nochmal? Details. Das mit dem Raub war mit der Apotheke, genau. Okay. Sans scheint auf jeden Fall so, als wenn er gewinnen würde. So. Ich habe jetzt einen Detective dabei, der Asiate ist, und einen Polizisten. Ich hoffe, das reicht. 1, 2, 3, 4 und 1, 2. 1, 2, 3, 4. Wir müssen noch 2. Oh, da müsste ich mal. Ja, da muss ich mich noch später drum kümmern. Wir beenden jetzt erstmal den Tag. Tag 22, 5. August, Montag. Hausmeister nach Panik in Schülerdisco tot aufgefunden und Obdachloser spendet seine Millionen der Kirche und Schwulenclub lässt Jugendliche ein. Hey. Ich muss jetzt aber Schluss machen. Na, tschüss, bis zum nächsten Mal.